Fahrt ihr zwischendurch Bus und Bahn? Ich bei uns im Kreis Recklinghausen eigentlich nur sehr ungern. Denn entweder kommt der Bus zu spät oder gar nicht oder ist zu voll, lässt mich gerne auch mal stehen. Ich ärgere mich darüber. Unsere E-Scooter aus dem Kreis zum Beispiel werden gar nicht mehr befördert. Die haben einfach Pech. Semestertickets gibt's auch nicht mehr. Die Sozialtickets, die vermeintlichen, sind angehoben worden. Man muss sich einen Fahrschein ziehen, die einen haben einen, bei den anderen ist es so ein kleiner Chip, den sie davor halten müssen. Wir wollen das ganze Konzept mit euch neu denken, neu bearbeiten und ich fände es cool, wenn wir anhand einer Modellkommune mal aufzeigen könnten, wie es besser laufen kann, wie fahrscheinfrei sein kann und das vielleicht für alle anderen Kommunen und Kreise adaptieren.